Einige der Pilze waren giftig. Du hättest sterben können. Sie hatten Glück. Der Zombie hat den Fehler zum Glück gemerkt. Sonst hätten wir sie auch gar nicht so schnell finden können. Werner, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Das Scarlatine. 300 Gäste, Robert. Wir müssen zu Robert. Ganz langsam. Robert braucht Hilfe. Heute kommt die Queen zu Gast. Ihre Beschwerden wundern mich gar nicht. Wieso? Lars Hoffmann ist genau an dieser Stelle gestorben, weil sein Herz plötzlich stehen blieb. Ich wusste, dass du anbeißt. Was wollen Sie hier? Lass du das nicht denken. Lass sie mich in Ruhe! Oh Gott! Herr Konopka! Sagen Sie doch was! From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Konopka. Oh Gott, was ist denn los? Was ist denn? Gott, sagen Sie doch was. Oh mein Gott. Oh, was ist denn mit Ihnen? Oh. Oh. Sie, spinnen Sie oder was? Weißt du dich nicht, dass ich noch lebe? Wovon träumen Sie wohl? Ich glaub dir kein Wort. Schade. Es geht einfach nicht. Ich kann meine Eltern nicht anrufen. Aber Ihre Eltern sind die einzigen, die Ihnen helfen könnten. Danke. Sie müssen was über Lars wissen. Trotzdem. Okay. Sie werden schon Ihre Gründe haben, warum Sie keinen Kontakt zu Ihren Eltern haben. Das können Sie laut sagen. Vielleicht überlegen Sie es sich ja noch mal anders. Ich zeig Ihnen mal was. Meine Eltern. Zwei sehr gegensätzliche Menschen. Gute Menschenkenntnis. Ihr Vater sieht so streng aus, irgendwie dominant. Und meine Mutter? Naja, eher das Gegenteil. Sie ist eine sehr schwache Frau. Dr. Bernd Kohlweier und seine ehemalige Sekretärin Marlies. Ihre Eltern haben mal zusammengearbeitet? Er behandelt sie immer noch wie seine Untergebene. Er sagt, wo es lang geht. Und sie tut und macht, was er will. Darf ich? Ja, natürlich. Sie ist sehr hübsch. Sie hat was Besseres verdient. An seinen Augen kann man es lesen. Ihr Vater duldet wohl keinerlei Widerspruch, was? Wahrscheinlich hat er sie deswegen geheiratet. Sie hat ihm nie widersprochen. Meine Eltern sind für mich passé. Trotzdem tragen sie das Foto immer bei sich. So, zu dem Fisch empfehle ich diesen trockenen Weißwein, ein Chilene. Gut, dann kleinen Moment bitte. Ja. Ich muss dich sprechen. Jetzt nicht. Doch jetzt. Was sollte diese Aktion? Fiona. Stell dich nicht blöd, als du bist. Entschuldige, könntest du das für mich mal übernehmen, ja? Selbstverständlich. Ich komme sofort. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Ach, dann hat mich also der Weihnachtsmann in den Weinkeller gelockt, ja? Mir persönlich ist kein dicker Mann mit Bart gewesen. Was das?
Du hast die Blumen hingestellt und du hast die Karte geschrieben, die in dem Strauß steckte. Ich hab was? Weil du wolltest, dass dein toller Vater mich im Weinkeller erwischt. Also jetzt reicht's aber. Ja, such den anderen Zuhörer für deine Märchenstunde. Wenn du denkst, dass du mich so loswerden kannst, hast du dich getäuscht. Zum letzten Mal, was immer mein Vater gemacht hat, ich hab mit der Sache nichts zu tun. Erzähl das deiner Großmutter. Ich schwör's dir. Nein, ich schwör dir was. Das wirst du bereuen. Warum haben Sie nicht wenigstens Kontakt zu Ihrer Mutter gehalten? Sie hat mich nie gegen meinen Vater verteidigt. Sie hat sich nie vor mich gestellt und keine Ahnung, sowas gesagt wie, so geht das nicht. Klingt nicht gerade nach einer glücklichen Kindheit. Darf ich fragen, wie Sie aufgewachsen sind? Auf Kuba. Meine Eltern hatten dort nicht viele Kontakte. Ich war fast immer alleine. Aber das hat meinen Vater nie interessiert. Und Ihre Mutter? Wie gesagt, sie ist nie für mich eingetreten. Und das können Sie ihr bis heute nicht verzeihen, was? Als ich älter wurde, wollte ich nur noch weg. Vor allem von meinen Eltern. Sind Sie früh von zu Hause weggezogen? Nach dem Mauerfall hat mein Vater als Chefarzt in Paris gearbeitet. Ich habe es dann nicht mehr lange ausgehalten. Wo sind Sie dann hin? Mal hierhin, mal dorthin. Und jetzt bin ich in Bayern. Wo Sie sich ein blaues Auge eingefangen haben. Sie haben recht. So gesehen war es ein Fehler, mich für diese Gegend hier zu entscheiden. Ich glaube, alles, was wir tun und uns widerfährt, hat einen Sinn. Sie meinen wegen Lars? Jetzt mal ehrlich, sind Sie kein bisschen neugierig, was dahinter stecken könnte? Ob Sie einen Zwillingsbruder haben? Wenn Sie wollen, dann helfe ich Ihnen dabei. Wir beide kriegen das schon hin. Hey! Schön, dass du da bist, dann können wir ja zusammen Pause machen. Was gibt's denn? Kürbissuppe. Frau Sonnbichler hat uns extra eine Portion gerettet. Mmh. Na? Hast du deinen Job schon an den Nagel gehängt? Den lasse ich in meinem Nachfolger da. Nachfolger? Ja. Irgendjemand wird die Praxis ja weiterführen. Was wäre denn, wenn du gar keinen Nachfolger mehr bräuchtest? Habe ich irgendwas verpasst? Naja, Werner hat mir ein ganz tolles Angebot gemacht. Jetzt bin ich aber gespannt. Er will uns bei der Finanzierung der Praxis unter die Arme greifen. Warum? Er möchte gerne, dass ich hier bleibe. Und deshalb gibt er dir einen Kredit. Dann wärst du deine Schulden los. Ja, das kommt ziemlich überraschend. Ja, aber es klingt doch toll, oder? Oder willst du unbedingt nach Afrika? Ich dachte, wir beide wollten unbedingt nach Afrika. Aber eigentlich willst du gar nicht. Stimmt's? Na, du denn? Ja, schon. Aber ohne dich. Ich würde ja auch mitkommen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Aber nur halbherzig. Mir ist nach und nach klar geworden, was ich hier alles aufgebe und dass ich mir das sehr gut überlegen muss. Also, wir haben jetzt die Wahl. Entweder wir gehen zusammen nach Afrika und beginnen ein ganz neues Leben, oder... Oder? Alles bleibt beim Alten.
Hallo. Gibt's Probleme? Ach, ja, das Rad ist abgegangen und ich krieg das nicht mehr richtig rein. Wenn ich irgendwie helfen kann? Ja, Sie können das mal festhalten. Okay. Na? Ah! Es geht doch nichts über geballte Frauenpower. Sie haben es gut bei mir. Das könnten wir ja direkt einlösen. Was gibt's denn? Wäre es möglich, dass ich in die Personalakte von Lars Hoffmann sehen kann? Wozu denn das? Ich glaube, dass es eine Verbindung zwischen Lars Hoffmann und Mark Kohlweier gibt. Sie meinen... Dass die beiden Zwillingsbrüder sind. Ja, aber das ist doch eigentlich Herrn Kohlweiers Sache. Ja, aber er hat Angst vor den Folgen, vor der Auseinandersetzung mit seinen Eltern. Ich kann Ihnen die Akte nicht geben, auch nicht von einem Verstorbenen. Ich weiß. Aber was ist, wenn die beiden wirklich Zwillingsbrüder sind? Warum ist Ihnen dieser Herr Kohlweier eigentlich so wichtig? Ich will ihm einfach nur helfen. Sie wollen ihm einfach nur helfen. Sie glauben doch nicht, dass ich mich in Mark Kohlweier verliebt habe. Wie auch immer, ich kann Ihnen die Akte nicht geben. Herr Kohlweier. Für die Geldbörse. Schönen Gruß vom Kellner, haben Sie auf dem Tisch liegen lassen. Vielen Dank. Da war ich wohl mit meinen Gedanken woanders. Ja, vielleicht bei Frau Grubers Zauber? Sie haben Ihre Meinung doch noch geändert. Ja, ich war ein wenig voreilig. Aber Frau Gruber ist wirklich eine bemerkenswerte Frau. Ja, das ist sie. Was sie sagt, hat mich tief beeindruckt. Das war nicht zu übersehen. Sie gaben mir den Rat, Frau Gruber ernst zu nehmen. Aber das scheint Ihnen nun auch nicht zu gefallen. Jemanden ernst nehmen und jemanden anzubaggern, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube, wir beenden die Unterhaltung hier. Das bringt nichts. Schade, gerade jetzt, wo es interessant wird. Was wollen Sie eigentlich? Mir vorwerfen, dass mir das Gespräch mit Frau Gruber gefallen hat? Unter anderem. Nutzen Sie Samirs Hilfsbereitschaft nicht aus, ja? Ich sag Ihnen mal was. Wenn man unglücklich verliebt ist, verliert man leicht seine Urteilskraft. Aber da kommen Sie bestimmt drüber hinweg. Schönen Tag noch. Diese Ähnlichkeit zwischen den beiden, das kann auch kein Zufall sein. Ich will auch nur einen kurzen Blick drauf werfen. Bitte geben Sie mir Lars Akte. Wenn die beiden wirklich Zwillingsbrüder sind. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Und dann hätte doch Mark Kohlweier ein Recht darauf zu erfahren, was wirklich passiert ist. Also warum er von Lars getrennt wurde. Sie sind sich Ihrer Sache ziemlich sicher, hm? Absolut. Mark Kohlweier weiß noch nicht einmal, wie ähnlich er Lars ist. Er hat ihn nie gesehen. Haben Sie nicht wenigstens ein Foto für mich? Ja, ich schau mal nach. Danke. Ich mach das schon. Max, gab es irgendwelche Probleme, während ich nicht da war? Abgesehen von dem Theater mit den Oldtimer-Freunden? Nee, ansonsten ist alles bestens, Herr Seifeld. Wunderbar. Herr Seifeld, sieht so die Bettruhe aus, die ich Ihnen verordnet habe? Doktor, ich fühle mich gut. Außerdem, Bettruhe war noch nie was für mich. Das freut mich zwar für Sie, wenn Sie sich gut fühlen, aber Sie müssen sich trotzdem schonen. Ich werde am schnellsten gesund, wenn ich arbeiten kann. Aber Sie müssen mir versprechen, dass Sie es langsam angehen lassen, ja? Ehrenwort. Aber ich muss mich dringend um den Betrieb kümmern. Eine Veranstaltung ist schon daneben gegangen. Herr Saalfeld, das ist mein Ernst. Mit einer Pilzvergiftung ist nicht zu spaßen. Sie müssen mit Nachwirkungen rechnen. Oh, davon gibt's genügend. Und so wie Sie gucken, handelt es sich da nicht gerade um Schwindel- und Schwächegefühl, oder wie? Nein. Meine Nachwirkungen sind durchweg positiver Art. Als Leonie sich um mich gekümmert hat, da wurde mir eins klar. Was wirklich zählt, das ist die Familie. Das höre ich gern. Sagen Sie, hat Leonie Ihnen etwas von meinem Vorschlag erzählt? Ja, gerade eben. Gut, nehmen Sie das Angebot an? Es kommt alles ein bisschen plötzlich. Naja, Ihr Entschluss, nach Afrika zu gehen, war doch wohl auch plötzlicher Art.
Ja, aber ich habe schon einiges in die Wege geleitet. Man rechnet dort mit mir. Hier rechne ich auch mit Ihnen. Mit Ihnen und mit Leonie. Seht ihr es denn gar nicht? Naja, in Afrika werde ich gebraucht. Doktor, hier werden Sie auch gebraucht. Sie sind ein hervorragender Arzt. Die Patienten werden Sie nicht gern gehen lassen. Also, geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß, sagen Sie ja. Ja, wie sieht's denn mit den Zinsen aus? Also, könnte der hervorragende Arzt überhaupt die monatliche Belastung tragen? Weiß ich, wollen Sie mich beleidigen? Sie haben doch keine Zinsen. Sie sind mein Lebensretter. Und außerdem Leonies Partner. Servus. Servus. Bringst du auch ein Stück? Gern. Was haben wir denn da? Gar nichts. Planen Sie schon wieder Anschaffung, ja? Ich brauche noch einen ordentlichen Verstärker für meine Anlage. Wie können Sie daran denken, sich einen Verstärker zu kaufen, solange Sie noch Schulden bei Ihrem Onkel haben? Ich will ja gar keinen teuren. Jetzt haben Sie es verblättert. Der hier, der würde mir schon voll reichen. Wie lang glauben Sie eigentlich, dass Sie sich so durchs Leben mogeln können? Immer auf Kosten anderer. Bleiben Sie mal locker. Wenn Sie so weitermachen, dann können Sie in Zukunft Ihren Kuchen selber backen. Die Hildegard wird's nämlich nicht mehr tun, dafür werde ich sorgen. Was soll das denn jetzt? Ihr Onkel erwartet von Ihnen, dass Sie das Geld einem wohltätigen Zweck spenden. Und das werden Sie jetzt auch tun. Sonst sind Sie nämlich selber bald auf Spenden angewiesen. Wieso? Weil Sie weder einen Job noch ein Dach über dem Kopf haben werden. Ist ja gut. Nur ich weiß gar nicht, an wen ich spenden soll. Wenn das Ihr größtes Problem ist, dann weiß ich schon was. Das nicht. Sie können hier nicht mit Ihren Streitereien das gute Betriebsklima verderben. Ach, Frau Marquardt, hier sind Sie. Ja, eine gute Geschäftsführerin ist eben überall. Na ja. Und wo waren Sie beim Dinner der Oldtimer-Freunde? Das muss ja wohl total daneben gegangen sein. Ja, wenn in der Küche was schiefläuft, das kann ich leider nicht gerade biegen. Ja, der Chef des Verbandes hat mich angerufen. War sehr verärgert. Ihr Bruder hat ja auch sein Bestes gegeben, damit das Ganze ein Reinfall wird. André ist daran schuld? Ja. Er wollte, dass das nicht funktioniert. Als die ersten Gäste fertig waren, wurden die letzten erst bedient. André ist ein Profi, der weiß auch, wie man so ein Dinner organisiert. Aber dieses hat er sabotiert. Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Er hat Frau Sonnenbichler freigegeben, obwohl jede Hand dringend gebraucht wurde. Also wenn Sie so sicher sind, dann haben Sie bestimmt auch eine Erklärung für sein Verhalten parat. Natürlich. Er will unbedingt seinen Sous-Chef durchdrücken. Er hat sogar die Unverfrorenheit gehabt, mir das persönlich ins Gesicht zu sagen. Dann werde ich mit ihm reden. Ich finde, er muss abgemahnt werden. Das können Sie auf keinen Fall durchgehen lassen. Ich muss erst hören, was mein Bruder selbst dazu zu sagen hat. Wieso? Glauben Sie mir nicht? Frau Marquardt, es geht hier nicht um Glauben. Es geht um Wissen. Bitte, dann reden Sie mit ihm, wenn Sie meinen, dass Sie meine Aussagen überprüfen müssen. Was haben Sie eben so schön zu unseren Angestellten gesagt? Wir wollen uns doch durch Streitereien das gute Betriebsklima nicht verderben lassen. Hm? Über dem Norden lag eine Hochnebeldecke, die später aufriss. Auch morgen nicht anders. Weiterhin trübe. Im Westen und Südosten vereinzelt Sprühregen. Später kann sich in Vorpommern und in den Gebieten östlich der Weser gelegentlich die Sonne durchkämpfen. Die Nachttemperaturen. Herr Kohlweier? 1 bis minus 4, einen Moment, 2 bitte. Bis 7 Grad. Am Tag Werte von 0 bis 5 im Nordosten, in den übrigen Gebieten 5 bis 10 Grad. Im Norden Sie? Ein mäßiger Wind um Osten. Oh, Schwachwind. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht stören. Ich dachte nur, ich hätte Sie sprechen gehört. Kein Problem. Ich verstehe. Eine alte Angewohnheit aus meiner Kindheit. Ich bin halt nicht gern allein.
Tut mir leid, hätte ich gewusst, dass ich noch Besuch kriege. Was haben Sie denn da für mich? Ein Foto, das Sie sicher interessieren wird. Von Ihnen? Das sollten wir aber nicht Herrn Tarasch erzählen, oder? Darf ich sehen? Ist das? Lars Hoffmann. Ich habe das Foto aus seiner Personalakte. Das war sein Bewerbungsfoto. Das ist unglaublich. Also, ich gehe da mal besser. Sie wissen ja, wo Sie mich finden, wenn Sie jemanden zum Reden brauchen. Helfen? Hä? Ach, Entschuldigung, ich war gerade irgendwie mit meinen Gedanken ganz woanders. Mhm. Warst im Urwald. Bei den Spinnen und Affen und Schlangen. Ach, du musst dir jetzt erstmal keinen neuen Untermieter suchen. Was soll das jetzt heißen? Kann sein, dass wir doch nicht weggehen. Ja, das ist doch toll. Also, Entschuldigung, ich meine, ihr wolltet unbedingt weg, gell? Ja, Gregor schon, aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich glaube, er nimmt mir das ziemlich übel. Also, ein bisschen zweifeln wird dir wohl noch erlaubt sein dürfen. Vor allem in dem Fall ist er normal. Eben. Ja. Ach, ich weiß doch auch nicht. Vielleicht ist Afrika ja die Chance für uns. Auf jeden Fall solltest du gut nachdenken. Willst du nach Uganda oder willst du im Fürstenhof bleiben? Ich liebe Gregor. Ja, das war die Frage nicht. Ich würde mit ihm gehen, aber wir kennen uns noch nicht so lange und wer weiß, ob unsere Liebe hält. Ja, das weiß man nie so genau. Vor allem solltest du dir die Frage stellen, was du aufgibst. Guck mal, hier gibt es Freunde, die dir Kekse schenken. Eine gute Ausbildung, die wichtig ist für dich, ne? Mein Traum vom Fliegen über die Alpen. Mhm. Du solltest wirklich genau darüber nachdenken. Kümmert sich jemand um die Steaks? Ja, ich. Ah, gut, dass du kommst. Ich wollte sowieso zu dir, weil ja ein bisschen Luft ist. Wieso? Hast du mir was zu sagen? Kommst du morgen mit auf die Straßen fahren? Ich wollte Straußensteaks auf die Karte setzen. Das ist doch mal eine Abwechslung. Ja, und Abwechslung ist ja genau deine Sache. Mal diese Frau, mal jene. Neu ist nur, dass du mich damit reinziehst. Wieso? Hat sich Fiona beschwert? Ihr versteht eben beide keinen Spaß. Spaß nennst du das, ja? Du, ich hab selten so gelacht. Ich denke, du willst nichts mehr von Fiona. Und das gibt dir dann das Recht, meinen Namen für deine plumpe Anmache zu missbrauchen, oder wie? Das wäre sie doch nicht in den Weinkeller gekommen. Tja, natürlich. Und das rechtfertigt, dass du sie dermaßen in das Licht führst. Was bist du denn auf einmal für ein Moralapostel? Die Dame ist hart im Nehmen, glaub mir. Weißt du was? Du bist wirklich das Letzte. Beantworte mir jetzt endlich meine Frage. Bist du noch bei Verstand? Dann meldest du dich nach 3 Jahren wieder und kommst mit so einem Unsinn? Ich will wissen, ob ich einen Zwillingsbruder habe, ja oder nein. Wie kommst du bloß auf diese Schnapsidee? Verdammt nochmal, jetzt beantworte endlich meine Frage oder ich schwöre dir, ich rufe Mama an. Nur weil du ein Foto von einem angeblichen Doppelgänger gesehen hast? Was machst du überhaupt in diesem Luxushotel in Oberbayern? Dad, sag mir jetzt endlich die Wahrheit! Du musst auf Drogen sein. Ruf wieder an, wenn du klar denken kannst. Was? Kann ich Sie mal kurz sprechen? Nein. Es geht um meine Schulden. Ist mir egal. Raus! Raus! Raus!
Morgen. Morgen, Felix. Ich habe schon Kaffee gemacht. Deiner ist mir zu stark. Bisher mochtest du meinen Kaffee. Zu starker Kaffee ist schlecht fürs Herz. Felix, müssen wir in Zukunft so miteinander umgehen? Hier, bitte. Ich habe mich von dir getrennt. Aber müssen wir deshalb Feinde sein? Nein. Aber musst du dich denn gleich dem Nächstbesten an den Hals werfen? Das tue ich doch gar nicht. Warum schleichst du denn so um diesen Mark Kohlweier herum? Ich will ihm einfach nur helfen. Warum interessierst du dich plötzlich für seinen Stammbaum? Was willst du mir eigentlich unterstellen? Deine Schwester hat auch schon so eine Andeutung gemacht. Siehst du, hat sie es auch schon gemerkt. Es stimmt trotzdem nicht. Das ist vergebene Liebesmüh. Dieser Mark Kohlweier will nichts von dir. Für was hältst du mich eigentlich? Ich verstehe, dass du verletzt bist, aber du müsstest mich eigentlich besser kennen. Und, wie sieht's jetzt aus, nachdem du in der Nacht drüber geschlafen hast? Auch nicht besser als gestern. Oh, ja, da hilft nur eins. Meine lieben Karten, hätte ich auch gestern draufkommen können. Bald weißt du, wie es mit dir weitergeht. Komm, alles wird gut. Anja, bitte nicht. Doch, schau, ich fang gleich an. Aha, die Königin der Stäbe, wenn das nicht passt. Und der Bube der Münzen. Ja, kapiere ich nicht. Ja, ich auch noch nicht, aber ich fange ja gerade erst an. Ich meine, Gregor ist ja nicht reich oder so. Nein, habe ich doch direkt gesagt, völliger Quatsch mit den Karten. Okay, jetzt warte mal, ich brauche erstmal Platz hier. Hallo. Hi. Morgen, Tanja. Hallo. Willst du mit? Frühstück und Kaffee ist auch noch da. Danke, ich habe nicht viel Zeit. Ich will nur schnell was loswerden. Ich habe mir was überlegt. Was hältst du davon, wenn wir hier am Fürstenhof bleiben? Ist es dein Ernst? Das willst du doch, oder? Schon, aber was ist mit dir? Ich hätte gerne in Afrika gearbeitet, aber ohne dich... Ich wäre ja auch mitgekommen. Ja, aber so ist es dir doch lieber, oder? Siehst du. Und ich komme schon damit klar. Grin. Die Liebenden. Doch gesagt, die Liebe überwindet alle Hürden, ne? Mir glaubt ja wieder keiner. Ja, also, alles bestens hier. Hallo. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht erschrecken. Nicht schlimm, ich habe Sie nur nicht gehört. Ich möchte Ihnen nur das zurückgeben. Heißt das, Sie stellen keine Nachforschung mehr an? Ich habe bereits mit meinem Vater telefoniert. Und? Ich wusste es vorher, das hat nichts gebracht. Ich hätte mir das Ganze sparen können. Was hat er denn gesagt? Er meinte, ich sei auf Drogen und ich sollte mich wieder melden, wenn ich klar denken kann. Das war alles? Mhm. Wenigstens weiß ich jetzt wieder, warum ich vor 5 Jahren den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen habe. So schlimm, ja. Mhm. Mein Vater ist ein Eisklotz. Auch Eisklötze können auftauen. Ja, aber Dr. Kohlweier ist ein hoffnungsloser Fall. Glauben Sie mir. Das tut mir leid. Sie können nichts dafür. Vielen Dank nochmal. Das wollte ich Ihnen noch sagen, bevor ich abreise. Heißt das, Sie verlassen den Fürstenhof schon wieder? Ja, ich habe hier nichts mehr zu suchen. Und außerdem muss ich die Sache mit Lars abhaken. Und das kann ich nur woanders. Meinen Sie wirklich, dass das eine Lösung ist? Es war ein Fehler, hierher zu kommen. Also, tschüss und danke nochmals. Alles Gute. So ein Mist. Dabei hätte ich das Geld selber so gut brauchen können. Oh, fleißig.
Ich bin doch bekannt für meinen Arbeitseifer. Ja, wenn ich Sie wäre, dann. Na, wird's was mit der Spende? Klar. Hilfsprojekt Charlotte Saalfeld. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Ihr Mann hat mir den Tipp gegeben. Arme kleine Kinder in Afrika, das kann doch nicht so verkehrt sein, oder? Nein, natürlich nicht. Ja, da weiß man ja wenigstens auch, wo das Geld hinkommt, oder? Ja, das muss eine tolle Frau sein, diese Charlotte Saalfeld. Ihr Mann hat regelrecht geschwärmt von ihr. So, hat er das? Ja, die hat hier alles stehen und liegen lassen, nur um den Kindern in Afrika zu helfen. Das ist doch cool, oder? Sehr cool. Da ist er. Du lässt mich reden, klar? Klar. Was macht ihr denn hier? Wenn du nicht zu uns kommst, müssen wir aber zu dir kommen. Willst du uns nicht begrüßen? Mein Junge, du hast mir so gefehlt. Mann. Setzt euch. Also, wieso seid ihr hier? Müssen wir eine Erklärung abgeben, weil wir unseren Sohn besuchen wollen? Rührst du dich denn überhaupt nicht? Hast du eigentlich eine Ahnung, was deine Mutter in den vergangenen Jahren durchgemacht hat? Es tut mir leid. Aber ich hatte meine Gründe. Und du? Willst du mir jetzt weismachen, dass du auch Sehnsucht nach mir hattest? Warum sollte ich sonst hier sein? Vielleicht, um mir zu erklären, was es mit meinem angeblichen Zwillingsbruder auf sich hat. Warum kann ich nicht einfach meinen Mund halten? Du bist eben einfach noch nicht über Samir hinweg. Wir sind aber nicht mehr zusammen. Ich meine, es sollte mir vollkommen egal sein, warum sie sich bei diesem Kohlmeier so ins Zeug legt. Wohl war ja. Hilfst du mir mal? Nein, ich will jetzt nicht. Stell dich nicht so an. Und wenn da doch was läuft? Felix, Samir hat sich von dir getrennt wegen Gregor. Da verliebt sie sich nicht gleich in den Nächstbesten. Ja, ich weiß, du hast ja recht. Umso peinlicher mein Auftritt. Hey, ich verstehe dich. Das mit Samir ist einfach noch nicht so lange her und... Nichts und eins kann ich dir versprechen. Hm. Der Schmerz geht vorbei. Das war bei mir doch auch so. Hast du dir jemals darüber Gedanken gemacht, warum ich den Kontakt zu euch abgebrochen habe? Etwa, weil wir dir keine guten Eltern waren? Wir haben alles für dich getan. Alles. Alles, was dir in den Kram gepasst hat vielleicht. Was ich wollte, hat dich doch überhaupt nicht interessiert. Noch weniger als Mams Wünsche. Das ist doch eine Unverschämtheit. Bernd. Das ist doch wahr. Wie kann man nur so undankbar sein? Bitte hör auf zu streiten. Ich bin ja so froh, dass wir wieder zusammen sind. Ja, du hast recht. Trotzdem will ich wissen, was mit meinem Zwillingsbruder passiert ist. Bernd. Du hast keinen Bruder. Kapier das endlich. Bernd. Nun... Lass uns einen Strich unter die Vergangenheit ziehen. Und dann? Dann kommst du mit nach Frankreich. Ja, Marc. Komm mit nach Hause. Du kennst unser Haus in Saint-Martin noch gar nicht. Es wird dir gefallen. Da kannst du segeln und reiten und alles, was dir gefällt. Du wolltest mich sprechen? Ja, setz dich. Schön, dass es dir wieder besser geht. Hat meine Schonkost also angeschlagen? Es würde mir noch besser gehen, wenn diese leidige Sache mit dem Dinner nicht passiert wäre. Ach, die Oldtimer-Freunde, ja, das war unangenehm. Hast du eine Erklärung dafür? Warum denn so streng? Du klingst ja wie unser Großvater, wenn er uns eine Standpauke hielt. Ach, Unsinn.
Ich will nur herausfinden, ob sich die Aussage von Frau Marquardt bestätigt. Was hat sie denn gesagt? Sie hat gesagt, du hättest an diesem Abend Dienst nach Vorschrift gemacht und das Dinner absichtlich torpediert. Hat sie dir auch gesagt, warum? Ja. Du wolltest damit einen Sous-Chef erzwingen. Jetzt versuchte die ganze Schuld auf mich abzuwälzen. Was soll das heißen? Die ist in letzter Sekunde mit 10 Gästen zusätzlich gekommen. Ich hatte eine Menge Sonderwünsche am Hals. Ach, nun übertreib mal nicht. Du kannst alles nachprüfen. Ich habe alles dokumentiert. Und das waren schwierige Gäste. Damit muss eine Küche klarkommen. Aber doch nicht, wenn sie sowieso schon ausgelastet ist. Und nicht ohne Sous-Chef. Warum hat dann Frau Marquardt die Situation anders dargestellt? Ja, das könnte ich dir sagen, aber du würdest mir sowieso nicht glauben. Hör mal zu, mein lieber Bruder. Ich habe aus meiner Pilzvergiftung etwas Wichtiges gelernt. Pilze nur vom Fachmann. Das auch. Aber noch etwas Wichtigeres. Blut ist dicker als Wasser. Lernt man das bei einer Pilzvergiftung? Das lernt man, wenn man annimmt, dass einem das letzte Stündchen geschlagen hat. Unser Verhältnis war lange nicht das Beste. Aber du bist mein Bruder. Warum soll ich dir nicht glauben? Also, was läuft da zwischen dir und der Marquardt? Ich bin ein Gentleman. Wenn du gleich hier rausgehst, dann darfst du wieder Gentleman sein. Aber jetzt will ich wissen, was Sache ist. Haben wir den ersten Ansturm Gott sei Dank hinter uns. Hast du schon Mittag gemacht? Nein, ich warte noch auf den Max. Dann esse ich was, sobald der da ist. Komm zu mir in die Küche. Ja, gut. Ach, hier. Ich habe dir die Bankverbindung von Charlottes Hilfsprojekt gebracht. Mhm. Da, falls du noch mehr Reklame machen willst. Hat der Ben die Überweisung endlich gemacht, ja? Hat er? Gut. Aber das mit der Reklame ist gar keine schlechte Idee. Die Charlotte kann jede Unterstützung brauchen. Und dem Ben schadet es nicht, wenn er mal lernt, nicht nur immer an sich zu denken. Mein Gott, der ist doch noch so jung. Also die Charlotte war schon immer für andere da, auch als sie noch jung war. Ja, Charlotte ist eben fabelhaft. Ja, also wie die sich für diese Kinder aufopfert. Ich kenne keinen Menschen, der ein ähnlich großes Herz hat. So ein großes Herz muss man sich aber auch leisten können. Ich würde auch gerne für die Kinder in Afrika was tun. Ja. Aber ich muss leider den ganzen Tag in der Küche arbeiten. Ja, das kann man ja auch gar nicht vergleichen. Unser Kindergarten hier hätte das Geld auch gut gebrauchen können. Jetzt sammeln wir eben im Feuerwehrball dafür. Sag mal, warum bist du jetzt auf einmal so komisch? Weil ich es gern hätte, dass du meine Arbeit auch mal würdigst. Aber es ist ja leider nicht für Afrika, es ist ja nur für uns. Hildegard, das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Mein Hilfsprojekt, hungriger Chefportier, findet gleich in der Küche statt. Meinst du nicht, dass du den Jungen zu hart angefasst hast? Soll ich bitte bitte machen, damit er sich so benimmt, wie er sich gehört? Weißt ja, wie er auf Druck reagiert. So kommt er nie mit nach Frankreich. Wenn du nicht ständig meine Bemühungen hintertreiben würdest, wären wir längst auf dem Weg dorthin. Ja, aber ich habe doch nichts gemacht. Eben, du hast mal wieder nichts gemacht. Da gesessen und geschwiegen hast du. Sieht so deine Unterstützung aus? Ja, aber... Du weißt doch, worum es geht. Also, verhalte dich danach. Oder... Willst du alles aufs Spiel setzen? Nein. Frau Gruber! Sie sind ja noch da? Ja, aber leider nicht allein. Meine Eltern sind gekommen. Was? Wirklich? Ja. Haben Sie einen Moment? Ja, aber leider nur ein paar Minuten. Schön, dass Sie sofort gekommen sind. Ich kann mir Schöneres vorstellen. Aber das zeigt doch erstmal, wie viel Sie ihnen bedeuten.
Das zeigt vor allem, dass sie mich wieder in ihren goldenen Käfig einsperren wollen. Sie sollten vielleicht nicht ganz so hart zu ihnen sein. Was haben Sie denn zu Lars gesagt? Nichts. Gar nichts. Wie nichts, gar nichts? Sie müssen doch irgendwas gefragt haben. Natürlich. Aber mein Vater sagt, es gibt keinen Zwillingsbruder. Und ich soll mit diesem Unsinn aufhören. Basta. Und Ihre Mutter? Ach, die sagt zu allem Ja, was mein Vater sagt. Aber Sie glauben ihn nicht. Wie denn? Nachdem ich das Foto gesehen habe? Vielleicht wissen Sie ja wirklich nichts. Ich muss diese ganze Sache vergessen. Von meinen Eltern erfahre ich nichts. Und nach Frankreich kriegen mich keine 10 Pferde. Moment. Sie sollen wieder zu Ihren Eltern ziehen? Ja. Sie denken, Sie könnten mich ködern, wie ein Schuljung. In das Haus nach Saint-Martin. Reiten, Segeln, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber nicht mit mir. Na ja, verstehen kann ich das schon, dass Sie sie gern wieder bei sich haben möchten. Nach so vielen Jahren. Man merkt, dass Sie sie nicht kennen. Sonst würden Sie anders reden. Okay, Sie mögen schwierig sein, aber es sind Ihre Eltern. Und Sie haben sich gleich in ein Flugzeug gesetzt und sind hergekommen. Ich finde, das zeigt erstmal, wie wichtig Sie ihnen sind. Reiß dich doch bitte ein bisschen zusammen. Danke. Hier, deine Tabletten. Ich gehe jetzt unter die Dusche. Ein kalter Guss würde dir auch gut tun. Ja, vielleicht später. Haben Sie ein paar Minuten Zeit für mich, Frau Marquardt? Ja, ich habe auch schon alles vorbereitet. Was haben Sie vorbereitet? Die Abmahnung für Ihren Bruder. Sie haben doch mit ihm gesprochen. Ja, das habe ich. Dann wissen Sie ja, was schiefgelaufen ist. Das kann man wohl so sagen. Hat er etwa nicht zugegeben, dass er nur Dienst nach Vorschrift gemacht hat? Das kann übrigens jeder in der Küche bezeugen. Mein Bruder hat mir eine ganz andere Geschichte erzählt. Stichwort Weinkeller. Das hat er Ihnen erzählt? Frau Marquardt, Ihr Privatleben geht mich nichts an. Aber ich kann ja wohl erwarten, dass Sie in der Lage sind, Privates und Berufliches voneinander zu trennen. Wie bitte? Ich verstehe Sie nicht ganz. Ich werde meinem Bruder natürlich keine Abmahnung erteilen. Aber warum auch? Nur weil er sich im Weinkeller von Ihnen verführen lassen wollte? Ich wollte Ihren Bruder verführen? Es wäre ja wohl nicht das erste Mal, dass Sie versuchen, Ihre Karriere mit vollem Körpereinsatz voranzutreiben. Herein. Mom,
willst weg? Es geht nicht anders. Schon wieder klammheimlich. Es hat nichts mit dir zu tun. Aber da, wo Dr. Kohlweier geht und steht, da ist kein Platz für andere. Das sieht man ja an dir. Ich verstehe dich doch. Das ist ja mal ein Fortschritt. Ich muss mit dir sprechen. Wenn du mich überreden möchtest, mit euch nach Frankreich zu kommen, dann vergiss es. Na, das meine ich nicht. Sondern? Ich muss mit dir über deinen Doppelgänger sprechen. Du weißt was über ihn? Bernd wird mir das nie verzeihen. Jetzt vergiss Dad. Was weißt du? Du hattest recht. Der Mann auf dem Foto. Was ist mit ihm? Das ist dein Zwillingsbruder. Einer meiner Patientinnen bekam Zwillinge. Alice. Malis ist nicht deine Mutter. Ich habe dich meiner Patientin weggenommen. Ich will nicht, dass irgendjemand sich in mein Leben einmischt. Sag mal, bin ich jemand? Ich bin dein Vater. Mein wirklicher Vater hat schon versucht, mich zu verheiraten. Aber ob die gute Frau Sonnenbichler die Geschichte mit den Möhren glaubt, das bezweifle ich. Was Frau Sonnenbichler glaubt, ist mir sowas von egal. Mir auch. Ich überlege, mit den Hoffmanns Kontakt aufzunehmen. Wenn die dann klagen wollen. Sie würden sie ins Gefängnis bringen?